Nein, immer noch nicht. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Schlecht, sehr schlecht. Ganz, ganz schlecht. Da kommt unser zweiter Generator. Vielleicht bringt's der. Kann eigentlich alles nicht sein hier. Muss man noch Strom irgendwo hinsetzen? Nein. Komm, jetzt bau das Ding da endlich mal auf. Ich möchte endlich mal Strom wieder haben in meinem Gefängnis. Oh, das kann's doch nicht sein. Ja, jetzt muss ich doch mal einen Power Switch setzen. Sonst kriegen wir das hier nicht gebacken. So viele Sägen brauchen wir auch nicht zum Anfang. So, da kommt bitte ein Switch hin. Und dann hoffe ich, hoffentlich reicht es. Jetzt kriege ich hier einen Föhn. Oh, hier müssen wir noch eine Mauer setzen. Wie spät ist es? 6 Uhr schon. Kommt Jungs, beeilt euch mal ein bisschen. Wo ist denn der Herr mit dem Switch? Hallo? Nein, ja, baut erstmal eine Mauer, ne? Anstatt das mal. Ach, da läuft der rum. Ich krieg ein zu viel. Aber so wirklich. Und um 8 Uhr wollen die doch gleich essen. Ich brauche erstmal ein paar Werte. Jetzt kann ich keine einstellen, weil ich mein Budget überziehe. Ach, krieg ein zu viel, ne? Also der Generator hat sie überhaupt nicht gebracht. Dann soll er mal ausgebaut werden. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir es jetzt mal anschalten können. Nein, immer noch nicht. So viel Strom kann ich doch gar nicht verbrauchen. Oder haben die doch alle keine Verbindung dazu? Doch, da sitzt überall Kabel. Das kann es doch nicht sein, ehrlich nicht, Leute. Guckt euch mal an, wie viele Batterien ich da stehen habe. Und ich will nur die 4 Pressen und Sägen mit Strom versorgen. Und hier die Wäschereien. Ja, und die Küche, ja. Aber das kann es doch nicht sein. Ganz ehrlich, Leute. Mal klappt das auch ohne Probleme. Jetzt muss ich... Wie spät ist das? Ach, scheiße, meine Gefangenen sind angekommen. Da kommen sie. Jetzt haben wir hier ein richtig großes Problem gerade. Jetzt muss ich wirklich mal in die Ports gehen und erstmal ein paar von den Leuten entlassen. Hallo, feuern. Warum geht das denn nicht? Geht das nur, wenn ich... Aha, so. Und ich brauche dringend Werte. So. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier mit dem Strom, ne? Reicht immer noch nicht. Warum reicht das denn nicht? Ah, den Strom habe ich unterbrochen, ne? Muss ich mal gucken. Jetzt müsste hier Strom kommen. Ja, das ist aus. Was braucht denn hier, Gottverdammt, so viel Strom? Ja, jetzt setzen die ja überall Kabel, ne? Ob es das bringt? Weiß ich nicht. Also eigentlich habe ich noch nie so viele von diesen Dingern gesetzt.
versteh's nicht. Nein. Wo läuft er denn damit hin? Hallo? Wo läuft er damit hin? Ah, wo nimmt er denn meinen Generator? Hallo, was macht er da? Warum hat der gerade den Generator abgebaut? Ich verstehe es echt nicht, ne? Ich habe echt hier gerade ein krasses Problem, hier das Ganze zu verstehen. Ja, da sind die Lampen. Das kann es nicht sein, ehrlich nicht. So viele Batterien. Ich setze da jetzt noch welche hin, ne? Nimmt der nur welche, die direkt daneben stehen, oder wie? Tja. Wir haben echt ein Riesenproblem gerade, ne? Und ich weiß noch nicht, wie ich das löse. Aber überhaupt nicht. Tja, was machen wir nur? Ja, Gute Frage, nächste Frage, ne? Da soll erstmal wieder ein Generator hin. Und dann kann ich das Einzige, was ich machen kann, ist erstmal auf Pause gehen. Ah, die kriegen nichts zu essen, weil kein Strom da ist. Die kriegen nichts. Ich muss mir erstmal darum kümmern, dass die Küche Strom kriegt. Wenn die Küche nämlich keinen Strom hat, dann haben wir nämlich ein großes Problem. Okay, das Stromkabel geht hier lang. Dann sollen sie da mal das Stromkabel abreißen. Ja, und die Kantine braucht natürlich auch Strom, ne? Dann soll hier ein Generator erstmal hin. Mit drei externen Batterien. Und natürlich eine Kabelverbindung. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir langsam mal Strom kriegen. Und wir haben schon wieder nur 2000, ne? Ich muss schon wieder irgendwas annehmen hier. 20 Meter jetzt, ja. Ach, das Geld kriegen wir ja erst, wenn wir das erfüllt haben. 500 vor dem Raus, ja, prima. Da kommt unser Generator. Ach ja, jetzt geht das natürlich alles ein bisschen langsamer, weil die ganzen Türen jetzt zu sind. Das heißt, der muss erst die ganzen Türen aufmachen, sonst wird das nix. Ja, und wir müssen mal den Foreman entlassen. Den brauchen wir nämlich nicht mehr, der kostet uns jetzt nur Geld. Am liebsten würde ich jetzt mal so einen Security-Mann einstellen, ne? Vielleicht im. Okay, unsere Küche ist erstmal wieder versorgt. Das ist schon mal prima. Ja, ich schalte jetzt nicht gleich wieder aus. Ich krieg eine Krise, Junge. Halt sich bitte. Lass es reichen. Ja, sehr schön. So, Kantine und Küche hat erstmal wieder Strom. Das ist alles prima. Das ist gut so. Jetzt mache ich hier mal kurz einen Schnitt. Und jetzt geht es auch schon wieder weiter. Gut. Küche, Kantine hat Strom. Das ist das Wichtige erstmal. Damit unser Koch endlich mal anfangen kann zu kochen. Und jetzt hat der ganze Rest natürlich noch keinen Strom. Wir müssen nochmal in den Planungsmodus. Wir müssen nämlich einen Generatorraum planen. Mit mehreren Generatoren. Nein. Wir machen das anders. Wir werden erstmal hier die ganzen Batterien
abbauen lassen. Und nur die außenrum stehen lassen. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen umständlich. Aber ja, anders geht es jetzt nicht. Das Problem kriegen wir aber auf jeden Fall gelöst. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass die Küche und die Kantine Strom hat. Die Gefängnistüren schließen automatisch, das ist nicht das Problem. Die brauchen keinen Strom. Und das wird jetzt aber erstmal ein bisschen dauern, bis sie das hier jetzt alles abgebaut haben. Und dann werde ich mein Gefängnis doch nochmal schließen, damit wir morgen nicht schon wieder Gefangenen kriegen. Gefangene. Und unser Gefängnis immer noch keinen Strom hat. Weil das ist Worst-Case-Szenario, was wir hier gerade haben. Die können doch nicht mal duschen gehen, sehe ich gerade. Das ist ja noch bescheuerter. Ich muss nochmal auf Pause gehen. Nein, falscher Knopf. Da möchte ich rein. Tja, jetzt muss ich echt mal kurz überlegen. Wir brauchen Wasser. Ach, wir haben das ganze Geld dafür nicht mehr. Wir haben echt ein Problem. Wahrscheinlich ist unser Gefängnis jetzt schon am Ende. Weil wir es einfach nicht geschissen kriegen, vernünftig Strom reinzukriegen in die ganze Bude hier. Ach, ich krieg eine Krise, ne? Aber ehrlich, wo sind eigentlich unsere ganzen Gefangenen? Auf der Arbeit, ja. Wir haben gar keine Arbeit definiert. Geld brauchen wir. Geld. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Und die müssen den ganzen Schrott hier mal abbauen. Was machen die denn da? Ach so, das wird nicht in eine Box gepackt, sondern das sieht immer so aus. Okay, gut. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir Wasser kriegen. Ja, vielleicht reicht es auch schon. Na gut, den brauchen wir jetzt gar nicht anmachen, ne? Der wird so wenig Strom liefern, dass wir das alles nicht versorgen können. Ah, ein Gefängnis im Dunkeln, das ist auch was Schönes, ne? Ja, ja. Aber, ja, kriegt man alles gelöst, irgendwie. Okay, dann sollen sie die Powerstation... Na gut, die muss auch erst abgebaut werden. Also warten, warten und warten. Habe ich mein Gefängnis eigentlich geschlossen? Ich hoffe ja. Nein, das muss ich noch machen. Gut, wir haben im Moment nur 8 Gefangene. Das ist nicht so das Problem, wenn die einen Aufstand machen oder so. Das kriegen wir noch runtergeknüppelt. Aha, okay. Da sind unsere Gefangenen also drin. Ah, ich krieg hier eine Krise. Das habe ich glaube schon 5-mal gesagt, ne? Der kann da wieder nicht durchgehen. Was ist denn da drin? Ach, für unseren Koch. Oh, der hat noch nicht mal was zu essen. Das wird bald kritisch enden. Wenn wir das nicht geregelt kriegen hier. Aber was sollen wir machen, ne? Ohne Strom läuft halt nix. Auch kein Gefängnis. Und vor allem das Gefängnis nicht, ne? Wir können froh sein, dass unsere Gefängnistüren überhaupt schließen. Ach man. Das hätte ich vielleicht auch vorher mal sehen müssen. Dass uns der Strom bald ausfällt. Und außerdem haben wir eine Menge Geld ausgegeben. Oh, sehr schön, es gibt was zu essen. Eine Menge Geld für die ganzen Batterien ausgegeben, die hätten wir gar nicht machen müssen. Jetzt hat er einen Generator mitten in der Küche stehen, auch sehr lecker, ne? Bisschen Motoröl im Essen, schmeckt. Oder einmal mit der Zange rein und dann kriegst du einen Stromschlag, kann man auch mal machen. Na, das macht mich fertig hier, aber wirklich.
Wenigstens stürzen sie sich aufs Essen. Wenigstens das. Nicht alle, aber na, es ist auch fast kein Essen da, ne? Die beiden gucken wieder. So, der gibt nichts zu essen. Alles leer. Oh Mann, 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 Mann. Wo soll das denn hinführen mit unserem Gefängnis, wenn das jetzt schon so anfängt? Wir haben das so schön geplant. Und jetzt können wir alles über den Haufen werfen. Ach Mann. Naja, kann man nicht ändern. Ich habe gerade noch mal kurz was auf mein Handy geguckt, deswegen war ich gerade so still. Da muss ich auch noch mal kurz auf die Uhr gehen. So, damit ich auch sehe, wie lange ich schon aufnehme, ne? Sonst klappt das Ganze so nicht. Ich werde wieder zwei Parts heute aufnehmen. Der eine wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger sein. Oder vielleicht werden es auch drei. Ich weiß es noch nicht. Ach, haben noch nicht mal Zeit gehabt, um aufzuessen. Mussten schon alle schlafen. Tja. Jetzt hoffe ich wenigstens, dass das morgen jetzt mal geklärt ist und wir haben auch wieder ein bisschen Geld gekriegt. Wenigstens sind wir jetzt über 5000. Ach. Viel haben wir ja nicht dazu bekommen. Ich würde sagen 7000. Ach, 7700. 7000 wäre schön. Ach, die müssen auch noch abgebaut werden hier. Ja, und dann möchte ich auf jeden Fall, dass wir einen einzelnen Generator haben, der den Abschnitt hier mit Strom versorgt. Und zwar der ist 3 Felder groß, dann kann ja 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Dann wird der Abschnitt hier auch nochmal einen einzelnen Generator kriegen. Und hier werden wir wahrscheinlich zwei Generatoren reinsetzen. Gut, wie sieht's aus? Sehr schön. Gut, 1, 2, nein. Sonst teilen die sich ja wieder die Batterien. 36 Batterien haben wir gesetzt. Okay. Jetzt haben wir natürlich auch die Rohrleitung weggenommen. Kann er das da nicht durchsetzen oder was? Gut, ist nicht so wild. Da oben brauchen wir das eh noch nicht. Und dann brauchen wir einen zweiten Generator hier. Dann haben wir schon wieder fast kein Geld mehr, ne? So, einen Teil haben wir jetzt schon wenigstens wieder mit Strom versorgt. Sieht schon mal ganz gut aus. Prima. Jetzt wird hier mal eine Lücke reingerissen. Damit wir das Stromkabel mal ein bisschen anders legen können. Und hier an der Seite einen Switch reinpacken können. Okay, so. Gut, ja. Mehr können wir jetzt auch erstmal nicht tun. Die stehen auch gleich wieder auf. Unser Koch ist wenigstens schon dabei, wieder was zu kochen. Prima. Ja, und dann sehen wir uns bei den nächsten Teilen, Jungs. Bis denn.